angeprangert. Das machte die Regierung so wütend. John Kiriakou war von 1990 bis 2004 Beamter des Geheimdienstes. Er ist wegen Spionage angeklagt, weil er geheime Informationen an Journalisten verraten hat. Ein Journalist rief John an und bat ihn, einen Namen zu bestätigen, was er auch tat, wie es bei früheren CIA-Mitarbeitern üblich ist. Dafür klagten sie ihn wegen Spionage und des Verrats von geschützten Personendaten an. Das Spionagegesetz stammt aus dem Jahr 1917 und soll Spione verfolgen, keine Whistleblower. Es ist unfassbar, dass ein solch plumpes, unpräzises und undurchsichtiges Gesetz immer noch angewendet wird. Ich dachte, das hätten wir vor 40 Jahren im Fall von Dan Ellsberg erkannt. Als Thomas Drake auf Grundlage dieses Gesetzes angeklagt wurde, hielt ich das für ein skurriles Versehen. Aber dann traf es 4 Monate später auch Stephen Kim, einen Analysten im Außenministerium. Da erinnerte ich mich an Jamal Leibowitz, der ein Jahr vorher unter einem anderen Paragraphen des Gesetzes für schuldig erklärt worden war. Und ich erkannte ein System. Insgesamt haben wir also Jamal Leibowitz vom FBI, Tom Drake von der NSA, Stephen Kim aus dem Außenministerium, Jeff Sterling von der CIA, John Kiriakou ebenfalls von der CIA und Bradley Manning aus der Army. Alle 6 unter der Regierung Obama und alle arbeiteten für die nationale Sicherheit oder beim Geheimdienst. Skandal bei Amerikas oberstem Geheimdienst. Ein junger US-Soldat wird beschuldigt, Videos weitergegeben zu haben. Da wird ein System erkennbar. Jedes Mal versucht die Regierung übereifrig, Amerikas schlimmste Sünden zu vertuschen. Seien es Kriegsverbrechen, geheime Inlandsüberwachungen oder Folterungen. Stephen Jinwoo Kim wird wegen Spionage angeklagt. Er soll mehrfach Geheimnisse verraten haben. Hat vertrauliche Informationen verraten. Streng geheime Informationen. Er hat geheime Informationen veröffentlicht. Laut Anklage war Thomas Drake ein leitender Angestellter der National Security. Für einen Amerikaner ist es die denkbar schwerste Anschuldigung, die besagt, du bist ein Staatsfeind. Zu welchem Zweck? Als extrem abschreckende Botschaft, dass die Leute bloß den Mund halten sollen. Nach dem 11. September wurde ich Chef der Terrorabwehr in Pakistan. An meinem ersten Tag sollte ich ein Standardverfahren entwickeln, um Terroristenverstecke auszuheben. Ich brütete über meinem Notizblock und dachte, wie gehe ich vor? Was würde ich zuerst tun, um den Unterschlupf eines Terroristen zu stürmen? Ich würde warten, bis es dunkel wird, sagen wir 2 Uhr nachts. Also schrieb ich oben auf die Seite 0200 und entwarf Stück für Stück einen Plan. Schließlich meldete uns das Hauptquartier, dass Abu Zubaydah irgendwo in Pakistan sei. Damals glaubten wir, er sei der dritthöchste Al-Qaida-Führer. Wir wussten nur, dass er irgendwo in Pakistan war und mussten ihn kriegen. Aber Pakistan ist so groß wie Texas. Er machte einen Fehler, sodass wir seinen Aufenthaltsort auf 14 Ziele eingrenzen konnten. Also stellten wir ein großes Team zusammen, je zur Hälfte von CIA und FBI, ausgestattet mit Waffen, Elektronik und Walkie-Talkies, und stürmten zeitgleich alle 14 Orte. Tatsächlich hielt er sich in einem der Häuser auf. Er wollte über die Dächer flüchten, als ihn 3 Kugeln der Pakistani trafen, in Bauch, Hüfte und Oberschenkel. Er wurde schwer verletzt. Es dauerte 1,5 Tage, bis er wieder aus dem Koma aufwachte. Und ich war der Erste, der mit ihm sprach. Zuerst fragte er nach einem Glas Rotwein. Später bat er mich, ihn mit einem Kissen zu ersticken. Als seine Gedanken klarer wurden, begriff er, die Amerikaner haben mich geschnappt. Er wollte wissen, was nun geschieht, wohin er gebracht werde.
Die Ungewissheit machte ihm große Angst. Ich wusste nicht, wohin man ihn bringen und dass er gefoltert würde. Ich brauchte das nicht zu wissen. Er zitierte mir selbst verfasste Gedichte und weinte bei dem Gedanken daran, dass er nie Kinder haben oder nie mehr die Berührung einer Frau spüren werde. Ich sagte ihm, ich müsste dich hassen und sollte dich töten wollen. Aber ich tue es nicht. Und dass ich Mitleid mit ihm hatte. Er war ein junger Mann, kaum 30 Jahre alt, und er weinte nur. Ich sagte zu einem Kollegen, ist das die furchterregende Al-Qaida? Das ist es, wovor wir solche Angst haben? Plötzlich verstand ich, es sind einfache Männer und nicht mal das. Sie sind jung, ungebildete Jungs ohne Beschäftigung. Ich bin überzeugt, 99% von ihnen haben niemals den Koran gelesen. Sie waren nicht streng gläubig, keine Getreuen von Osama bin Laden. Sie wollten nur aus diesem Dorf im Jemen raus und ein bisschen Geld verdienen. Ich betrachtete unsere Mission als gescheitert. Dann teilte mir ein Kollege mit, dass ein Privatjet ihn abholen und anderswo hinbringen würde. Um 3 Uhr früh brachten wir ihn raus. Er war völlig aufgelöst und bat mich, seine Hand zu halten. Er fragte, ob wir ihn töten werden. Und ich sagte, nein, wir passen für eine Weile auf dich auf. Du kriegst von unserer Regierung die beste medizinische Versorgung. Der Arzt sedierte ihn mit Demerol. Dann luden wir ihn in den Jet. Einer der Männer, die ihn begleiten sollten, stieg aus dem Flugzeug, komplett in Schwarz gekleidet. Schwarze Maske, Mütze und schwarzer Pullover. Er nannte mich beim Namen und ich fragte, wer bist du? Er zog die Maske ab und ich erkannte einen meiner ehemaligen Vorgesetzten. Er fragte, was ich hier tue, und ich sagte, ich sei Chef der Terrorabwehr. Er sagte, er eskortiere meinen Gefangenen und wer der Mann eigentlich sei. Ich sagte, sorry, das musst du nicht wissen, aber wohin bringt ihr ihn? Er antwortete, sorry, das musst du nicht wissen. Und ich sagte, guten Flug. Dann hob das Flugzeug ab und ich sah ihn nie wieder. Als ich aus Pakistan ins Hauptquartier zurückkehrte, sagte man mir, die CIA hätte ein Programm mit verbesserten Verhörmethoden begonnen und fragte, ob ich in diesen Techniken geschult werden wollte. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Nennen wir es beim Namen. Es war Folter, wie immer sie es umschreiben mögen. Es ist Folter. Also ging ich zur Antiterrorabteilung zurück und sagte, damit möchte ich nichts zu tun haben. Dann hörte ich Gerüchte, dass wir auf der ganzen Welt geheime Gefängnisse eingerichtet hätten, von deren Existenz nicht einmal die Spitze der Regierung wusste. Nur die Führung der CIA und der betreffenden Länder waren eingeweiht. Es waren keine richtigen Gefängnisse, sondern Lager, in denen wir Informationen sammelten, ohne Rücksicht auf Gesetze und Menschenrechte nehmen zu müssen. Wer nicht in das Programm involviert war, erfuhr höchstens Bruchstücke darüber. Ich ahnte nicht, wie groß dieses Netz an Gefängnissen war, bis ich Jahre nach meinem Ausscheiden aus der CIA davon in der Presse las. Als Amerikaner sollten wir das nicht tun. Damals dachten sie anders darüber. Damals war ich so wütend und wollte auf jeden Fall weitere Anschläge auf die USA verhindern, sodass ich keinen anderen Weg sah. Waren Sie bei Subeda erfolgreich? Ja. Das war eine Lüge der CIA. Im Hauptquartier hatte man uns gesagt, dass er bereits nach einer Waterboarding-Behandlung zusammengebrochen war und verwertbare Informationen geliefert hatte. Er hat jede Frage beantwortet, wie ich es jetzt hier tue. Hat ihn das Waterboarding gebrochen? Ich denke, ja. Und war es von Nutzen? Die von ihm gewonnenen Informationen verhinderten viele, vielleicht Dutzende Anschläge. Aber das war nicht die Wahrheit.
Das wissen wir seit 2009, als ein Bericht des CIA-Generalinspekteurs 83 Fälle von Waterboarding bei Abu Zubaydah auswies, ohne dass er verwertbare Informationen geliefert hatte. Ich gäbe mein Leben darum, das damals nicht gesagt zu haben. Aber ich sagte es zu jener Zeit aufgrund von Informationen, die schlichtweg nicht stimmten. Vielleicht erkennen wir im Nachhinein, dass Abu Zubaydah niemals Al-Qaida-Mitglied war. Möglicherweise hat er mit ihren Zielen sympathisiert oder logistische Hilfe bei der Beschaffung von Medikamenten oder gefälschten Dokumenten geleistet. Wir wissen es nicht. Aber er war kein Al-Qaida-Führer, wie uns die CIA, NSA und das Weiße Haus glauben machen wollten. Mein Mann war eine große Unterstützung für mich und meine Rettung, als diese schreckliche Geschichte damals losging. Zu Hause hatte ich einen sicheren Hafen. Ich schwor mir, wenn ich diesen ganzen Mist endlich überstanden hatte, wollte ich mein Leben künftig dem Schutz von Whistleblowern widmen. Diese Menschen kommen zu mir und sagen, sie werden nicht glauben, was ich gerade durchmache. Und ich kann sie ansehen und antworten, doch, das werde ich. Denn ich weiß, wozu die Regierung fähig ist. Am 7. Dezember 2001 wurde ich eine Whistleblowerin. Ich erhielt einen Anruf der Kriminalabteilung. Der Kollege sagte, das FBI hätte in Afghanistan einen Amerikaner verhaftet, der auf der Seite der Taliban kämpfte. Der Anrufer fragte, ob das FBI ihn ohne Anwalt verhören dürfe. Und er ließ mich unmissverständlich wissen, der Mann, John Walker Lind, werde durch einen Rechtsberater vertreten. Für mein Büro war das eine Standardfrage. Ich sagte, nein, wenn es keine Undercover-Operation war, käme dieses Verfahren für den Häftling einer Vorverurteilung gleich. Ich ging nach Hause und dachte am Wochenende nicht weiter darüber nach. Bis mich montags der Herr von der Antiterrorabteilung wieder anrief und sagte, ups, nun hat das FBI ihn doch verhört. Was machen wir jetzt? Ich wollte den Kollegen helfen und sagte, ich verstehe, dass Sie mitten im Krieg auf dem Schlachtfeld sind und das FBI ihn doch verhört hat. Aber das müssen wir in Ordnung bringen. Ich riet ihm, das Verhörprotokoll unter Verschluss zu halten und seinen Inhalt nur für die Nachrichtengewinnung zur nationalen Sicherheit zu nutzen, nicht aber für eine Strafverfolgung. Inzwischen waren bereits weltweit Bilder dieses Mannes im Umlauf. Nackt, mit Klebeband geknebelt, die Augen verbunden, die Hände vor den Genitalien gefesselt. Es war klar, dass er nicht korrekt behandelt worden war. Solche Bilder sahen wir einige Jahre später aus Abu Ghraib. Wir haben heute Anzeige gegen John Walker Lind erstattet. Staatsanwalt Ashcroft trat in einer dieser schillernden Pressekonferenzen auf und sagte, dass sie Lind anklagen wollten. Ein Reporter fragte, ob Lind einen Anwalt zur Seite gestanden habe. Und Ashcroft antwortete, man muss wissen, dass er das Recht auf einen Anwalt seiner Wahl hat. Nach unserer Kenntnis hat er davon bisher keinen Gebrauch gemacht. Vor einem Geschworenengericht in Virginia wurde Walker Lind heute Nachmittag in 10 Punkten angeklagt. Einige Wochen später wurde er wieder nach der Behandlung von John Walker Lind gefragt. Und er antwortete, Linds Rechte,
einschließlich des Rechts, sich nicht selbst zu belasten und von einem Anwalt vertreten zu lassen, wurden sorgsam und korrekt gewahrt. Ich dachte, er lügt uns ins Gesicht. Jeder Mensch sieht auf den Zeitungsbildern, wie dieser Mann gefoltert wurde. Die Verteidiger bezeichnen seine Aussagen als unzulässig, weil er zuvor mehrere Tage in diesen Container gesperrt war. Immer mehr Einzelheiten kamen ans Licht. Dass er eine Kugel im Bein hatte und in eine Kiste eingeschlossen wurde. Meine Chefin sagte, vergiss es. Aber ich war empört. Hier wurden ethische Grundsätze verletzt. Welche Konsequenzen hatte das für die Kriminalabteilung? Und sie befahl mir, die Akte zu schließen. Es war klar, dass längst feststand, diesen Mann zu bestrafen und an ihm ein Exempel zu statuieren. Er wird eines Mordkomplotts an amerikanischen Bürgern und der Unterstützung von Terroristen beschuldigt. Die Regierung wollte diesen Mann anklagen, als ersten Terrorverdächtigen, der nach dem 11. September verfolgt wurde. Der Fall löste eine nationale Hysterie aus. Er versuchte, US-Soldaten zu töten. 1950 hätte man es Hochverrat genannt und ihn zum Tod verurteilt. Er ist ein Verräter. Und plötzlich fügte sich alles zusammen. Ich hatte mich gegen diesen Prozess ausgesprochen. Und im März rief mich der Anklagevertreter im Fall Lind persönlich an. Er sagte, wie Sie wissen, sammeln wir auf Anweisung des Bundesgerichts jegliche Korrespondenz des Justizministeriums zum Verhör des amerikanischen Taliban John Walker Lind. Und von Ihnen liegen zwei E-Mails vor. Ich wollte sicher gehen, dass das alles ist. Mir war klar, dass ich mehr als zwei E-Mails geschrieben hatte. Daher war ich sofort sehr beunruhigt. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen, denn ich wusste, dass es eigentlich eine zentimeterdicke Akte war. Ich ging hoch, öffnete die Akte und fand darin nur zwei Blatt Papier vor. Ein Faxdeckblatt und zwei eher belanglose Mails. In diesem Moment wurde mir fast schlecht. Ich beriet mich mit einem Kollegen aus meiner Ethikabteilung, einem erfahrenen Anwalt kurz vor dem Ruhestand. Er betrachtete die Papiere und sagte sehr nüchtern, die Akte wurde gesäubert. Ich dachte, was? Wir sind die Regierung, die im Enron-Skandal gegen Vernichtung von Beweismitteln und Behinderung der Justiz vorgegangen war. Was heißt gesäubert? Der Inhalt der Akte war sehr belastend, denn er besagte, dass das FBI bei Linds Verhör ethische Grenzen verletzt hatte. Und wenn seine Aussagen vor Gericht nicht benutzt werden konnten, war der Fall Lind geplatzt. Ich rief unsere Techniker an, fragte, ob sich die Daten irgendwie rekonstruieren ließen. Es sei wirklich wichtig. Tatsächlich konnten wir 14 E-Mails wiederherstellen, die den Kern der Ereignisse betrafen. Danach schrieb ich ein Memo an meine Vorgesetzte, in dem ich fragte, warum die Mails nicht in der Akte waren. Ich kopierte das Memo samt Anhängen, damit sie nicht nochmal verschwinden konnten, und gab es meiner Chefin. Sie sagte, warum waren diese E-Mails nicht in der Akte? Und es klang wie eine rhetorische Frage. Ich antwortete, hören Sie, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber es ist nicht korrekt und das wissen Sie. Ich kündige. Ich glaube, höchste Justizkreise wollten vertuschen, dass sich die Ethikabteilung des Justizministeriums einfach nicht an die Regeln halten wollte. Und das sollte dem Gericht verheimlicht werden. Ich wollte nicht mit dem Gedanken leben, dass ein anderer Mensch vielleicht getötet wurde, nur weil ich meinen Mund hielt. Eines Morgens sagte der Journalist Michael Isikoff im Radio, dass Lind laut der Regierung nie nach einem Anwalt verlangt habe. Ich griff zum Telefon, rief ihn an und erklärte, Sie irren sich.
Ich weiß nicht, wer diesen Mist verbreitet, aber es stimmt nicht. Und ich habe E-Mails, die das beweisen. Ich ging zur örtlichen Poststelle und faxte ihm die E-Mails. Issikoff wollte einen Artikel darüber schreiben und fragte, ob er mich zitieren dürfte. Ich sagte, weiß da nicht jeder, wer ihre Quelle ist? Und er antwortete, ja. Daraufhin bat ich ihn, mich nicht zu zitieren. Deshalb berichten viele Whistleblower anonym, weil sie keinen Ärger bekommen wollen. Trotzdem wurden die kompletten E-Mails mit meinem Namen auf der Website von Newsweek veröffentlicht. Ich hatte die Nase voll. Die CIA hatte sich nach dem 11. September verändert. Ich kündigte und versuchte, die Sache zu vergessen. Ich fand einen Job beim Ausschuss für Auswärtige Beziehungen im Senat. Und dort rief mich eines Tages ein Journalist an. Er hatte Informationen erhalten, denen zufolge die CIA ihr Abkommen mit dem Außenministerium missbrauchte und Leute deckte, die an dem Folterprogramm beteiligt waren, damit ihre Namen nicht in der Presse auftauchten. Also schrieb ich einen Brief an die CIA und bat um Aufklärung. Etwa 6 Wochen später kam ein Kollege in mein Büro und sagte, hey, die CIA hat dir geantwortet. Ich sagte, ich habe keine Antwort bekommen. Er erklärte mir, dass sie das Schreiben als streng geheime Verschlusssache eingestuft hätten, zu der ich als Senatsmitarbeiter keinen Zugang hatte. Ich fragte, was steht denn im Brief? Sie schreiben, scher dich zum Teufel. Ich dachte, die sind immer noch irre. Als dann mein Buch herauskam, drehten sie völlig durch. Es heißt, der widerspenstige Spion, mein geheimes Leben im Kampf gegen den Terror. Warum wurde weiter gefoltert, wenn der Häftling doch schon geredet hatte? Ich glaube, die Leute waren nicht mehr zu bremsen und in Panik, dass der Fall bekannt würde. Bei Sheikh Mohammed und dem dritten Waterboarding-Opfer stellte sich heraus, dass sie einfach gesagt hatten, was der Vernehmungsoffizier offenbar hören wollte, um ihre Folter zu beenden. Ich habe mich um jeden erdenklichen Job beworben. Im Supermarkt, im Spielzeugladen, bei Starbucks, einfach überall. Sie haben nicht mal meine E-Mails beantwortet oder zurückgerufen. Ehrlich gesagt, ich vermisse die Arbeit. Ich wäre über jeden noch so trostlosen Job glücklich, der 8 Stunden des Tages ausfüllt. Einige Dinge in meinem Buch haben sie mächtig gestört. Und ich nannte darin viele Klarnamen von Leuten, die nicht verdeckt operierten. Ich wollte klarstellen, dass sie den falschen Weg gingen. Er war falsch. Und sie taten Dinge, die die Regierung und die CIA nicht tun sollten. Viele Leute bei der CIA sind da anderer Meinung, aber das kratzt mich nicht mehr. Er ist fast schon davon besessen. Ruby puts.
Er sitzt ständig am Computer oder telefoniert. Nichts ist mehr normal in unserem Haus. Die Kinder wissen nicht, was los ist. Ich versuche, sie zu schützen und John gleichzeitig Raum für das zu geben, was er tun muss. Nach außen hin gibt er sich optimistisch. Aber es verletzt ihn tief. Im Moment wird ein neues Gesetz zum Umgang mit geheimen Informationen vorbereitet. Wir haben schon etwa 100 geheime Dokumente zusammengetragen, von denen wir glauben, dass sie für meine Verteidigung entscheidend sein könnten. Letztlich entscheidet Richterin Brinkham aber, sie ihre Kollegen vor Gericht tatsächlich als zulässig oder relevant anzusehen haben. Jetzt wird es spannend. Der Richter steht auf der einen oder anderen Seite oder in der Mitte. Ich habe all diese Dokumente gelesen und ohne sie habe ich keine Chance, mich zu verteidigen. Ganz ehrlich, tatsächlich hatte ich am Anfang Selbstmordgedanken. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, mich vor eine U-Bahn zu stürzen. So deprimiert und hoffnungslos fühlte ich mich. In unserer ersten Besprechung erklärten mir meine Anwälte, wenn ich meinen Einspruch zurückzöge, käme ich mit $50,000 bis $100,000 davon. Aber vor Gericht zu ziehen, könne eine 500,000 kosten. Im Moment beträgt meine Rechnung schon $1,000,000. Und sie sagen, wenn wir das Verfahren durchziehen, könnten es auch 2 Millionen werden. Das kann ich nicht bezahlen. Woher sollte ich so viel Geld nehmen? Ich wusste, das Weiße Haus und NSA-Chef Hayden hatten sich über das Gesetz gestellt. Anstatt sich an die Verfassung zu halten, hatten sie sich darüber hinweggesetzt. Anstatt sie zu verteidigen und zu schützen, verletzten sie ihren Eid. Ich habe intern dagegen protestiert. 2002 legte ich dem Kongress als Zeuge bei den Untersuchungen zum 11. September unglaubliche Geheiminformationen vor. Ich erzählte ihnen alles, was ich über FinThread wusste und auch, welche Erkenntnisse die NSA damals hatte und für sich behielt. Informationen, mit denen zuständige Stellen wie die Nationale Kommandobehörde den 11. September hätte verhindern können. Ich gab ihnen alles. Informationen über Al-Qaida und ihre Verbindungen, die auf einen Blick gereicht hätten, den Anschlag aufzudecken. Es war in der Datenbank, aber niemand wusste davon. Denn das Computersystem war grottenschlecht. Die NSA hatte beim Schutz der Nation elend versagt. Ich wurde beauftragt, eine Erklärung für das Protokoll zu verfassen, was die NSA vor dem 11. September wusste, gewusst haben musste oder gewusst haben könnte. Und unser Team stellte einen außergewöhnlichen Bericht zusammen. Dieser Entwurf wurde ins Protokoll aufgenommen. Als ich in einem anderen Auftrag in England war, kam dieser verzweifelte Anruf. Tom, es war alles vergebens. Wenn du zurückkommst, wirst du merken, warum. Sie wollten dem Kongress nicht die Wahrheit sagen. Sobald ich zurück war, sagte man mir vertraulich, nimm dich in Acht. Sie suchen nach undichten Stellen. Sie meinten niemanden, der die Presse informiert, sondern die Ermittler zum 11. September. Sie hatten mehrere Gesetze verletzt und versuchten nun, das zu vertuschen. Auf allerhöchster Ebene. Sie wollten dem Kongress unterschlagen, was sie über den 11. September wussten. Und dabei war ich nun eine Gefahr für sie.
Der Vizedirektor verkündete eine Anweisung von höchster Stelle, die heiklen Erkenntnisse der NSA vor dem 11. September zu begraben. Kein Ermittler sollte sie in die Hände bekommen. Basta. Ich blickte auf dieses gewaltige Geflecht aus Täuschung und Betrug. Ich hatte auf all das hingewiesen, ordnungsgemäß und streng nach Vorschrift. Nichts war passiert. Und nun hatte sich der Kongress mitschuldig gemacht. Die nationale Sicherheit stand über der Verfassung. Ich traf eine verhängnisvolle Entscheidung und kontaktierte im Februar 2006 anonym eine Reporterin. In verschlüsselten Mails gab ich ihr ein Jahr lang detaillierte Informationen. Sie schrieb einen Artikel, in dem zum ersten Mal eine legale Alternative zum geheimen Programm der Regierung publik wurde. ThinThread. Der Kreis derer, die über das Geheimprogramm mehr oder weniger Bescheid wussten, war sehr klein. Und nun nahmen sie jeden ins Visier, der nur im Entferntesten damit zu tun hatte. Verlässliche Quellen sagten mir, dass Cheney persönlich vom Justizministerium gefordert hatte, findet die undichten Stellen, wer immer sie sind, statuiert ein Exempel, merzt sie aus. Ein früherer Kollege, Kirk Wiebe, rief mich an und sagte, wir müssen uns treffen. Er erzählte mir, dass das FBI gerade unsere Büros durchsucht hatte. Ich saß in dieser Kneipe und wusste, ich bin der Nächste, denn sie hatten ihn über mich ausgefragt. Nun war ich ihr oberstes Ziel. Sie betrachteten mich als Rädelsführer, als die Quelle. Es war nur eine Frage der Zeit, wann sie kamen. Ich wurde längst umfassend elektronisch überwacht und merkte auch, dass ich beschattet wurde. Die beiden Zivilfahrzeuge am Ende der Straße überraschten mich nicht. Am Morgen des 28. November 2007 brach ich gegen 7 Uhr zur Arbeit auf und wollte zu meinem Wagen gehen. Jemand klopfte sehr laut an die Tür. Meine Frau wollte gerade unseren Sohn Zachary zur Schule bringen. Wenn ich mich heute erinnere und an den Ausdruck in ihrem Gesicht denke, sie hatten einen Gerichtsbeschluss. Aber ich kooperierte freiwillig. 8, 9 Stunden lang verhörten sie mich und einer von ihnen machte sich Notizen. Sie lasen mir meine Rechte vor. Alles, was sie sagen, kann gegen sie verwendet werden und das wurde es auch. Sie nummerierten alle Räume durch und begannen sie einzeln zu durchsuchen. Vermutlich nach Papieren mit dem Hinweis vertraulich. Sie nahmen sogar Bücher mit, die im Gerichtsbeschluss aufgeführt waren, darunter James Risons geheime Geschichte der CIA. Es wurde tatsächlich ein Beweisstück. Worte und Sätze daraus bezogen sich auch auf das geheime Programm, das ich den Kongressermittlern offengelegt hatte. Ich dachte, sie katalogisieren alles und stellen es dann zurück, aber das taten sie nicht. Die Sachen lagen überall herum. Es ist so merkwürdig, sie öffneten jeden einzelnen Schrank. Jede Vitrine. Sie sahen hier unten in allen Töpfen und Pfannen nach, krochen sogar in die Spüle. Sie sehen dein ganzes Leben und die Alltagsgegenstände, die du jeden Tag in der Hand hältst. Jetzt nehmen FBI-Agenten sie in die Hand, denn du führst nichts Gutes im Schilde und sie kriechen in alle deine Schränke. Du fühlst dich verletzt. Und es ist mehr als ein Schmerz, der wieder vorbeigeht. Ich fragte mich, werden sie mich anklagen? Wie lauten die Vorwürfe und was geschieht noch? Wenig später trennten meine Frau und ich uns und ich musste aus dem Haus ausziehen.
Ich ging im Januar 2008 und lebte etwas nördlich von hier, knapp ein Jahr lang. Auch das ist der Preis, den man bezahlt. Am Abend erhielt ich einen Anruf, zur NSA zu kommen. Sie hoben meine Sicherheitsfreigabe auf und zogen meinen Dienstausweis ein. Ich war freigestellt. Schließlich klagten sie mich in drei Punkten der Spionage an. Und es stellte sich heraus, dass sie mich seit meinem Interview mit ABC 2007 überwacht hatten. Seit Dezember 2007 hatten sie es auf mich abgesehen, weil ich zum Führungsstab einer Aufsichtskommission des Kongresses gehörte. Und sie versuchten es so aussehen zu lassen, als verriete ich Geheimnisse an die Presse. Ich sorgte mich sehr um Johns Wohlergehen, nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch auf menschlicher Ebene. Es ist für jeden Einzelnen schwer, egal wie stark er sein mag, so etwas unversehrt durchzustehen. Für das neue Gesetz zum Umgang mit geheimen Informationen forderte die Regierung eine Regel, von der ich noch nie gehört hatte. Diese vierte Regel, wo immer sie stehen mag, erlaubt der Regierung ein Einzelgespräch mit dem Richter. Das heißt, sie können im Geheimen mit dem Richter über den Fall sprechen. Die Verteidiger und der Angeklagte sind ausgeschlossen. Wir dürfen nicht einmal wissen, worüber sie reden. Und sie führten eines dieser Regel 4 Gespräche. Danach kam der Richter heraus und lehnte alle unsere Anträge ab. Wir dachten, wir hätten diese freigegebenen Informationen, mit denen ich mich hätte verteidigen können. Aber zum Schluss standen wir mit leeren Händen da. Es gibt Beschuldigungen, zu denen man stehen muss. Eine Falschaussage etwa, für die man bei jeder Anklage mit einem Jahr Haft rechnen müsste. Aber sich schuldig zu bekennen, dass man geheime Personendaten preisgegeben hat, ist etwas anderes. Zumal, wenn es im ganzen Land erst einen solcher Fälle gegeben hat. Meine Verteidiger hatten inoffiziell mit der Anklage darüber verhandelt, ob es irgendwelchen Spielraum gab. Und innerhalb von 24 Stunden hatten wir dieses Angebot auf dem Tisch. Wer vor einer Entscheidung steht, die sein Leben verändert, muss genau wissen, was ihn erwartet. Wir fahren nach Virginia. Irgendwo hier muss ich die Adresse haben. Einer der Anwälte, den ich mochte und am meisten schätzte, sagte mir, wären Sie mein Bruder, würde ich Ihnen raten, den Deal anzunehmen. Einen besseren kriegen Sie nicht. Und ansonsten riskieren Sie, die meiste Zeit Ihres Lebens im Gefängnis zu sitzen. Ich hatte das Gefühl, es lief auf so eine Intervention hinaus, was schlimm genug gewesen wäre. Aber dann schrieb er einem der Verteidiger in einer E-Mail, ich habe Bedenken, mich schuldig zu bekennen. Ich sagte ihm, solange du das nicht auch schnell deinem Hauptverteidiger mitteilst, können sie sagen, Richterin Brinkemer, wir brauchen keine Anhörung. Unser Mann bekennt sich schuldig. Ich dachte das ganze Wochenende nach und änderte mehrmals meine Meinung. Die Bedenkzeit lief gestern um exakt 17 Uhr ab. Um 18 Uhr riefen sie mich an und sagten, mach Nägel mit Köpfen. Ich denke, ich habe zwei Möglichkeiten. Sie zu feuern und andere Anwälte zu suchen oder den Deal anzunehmen. Sie versprechen mir die bestmögliche Verteidigung vor Gericht.
aber sie glauben, dass ich verliere und 6 bis 12 Jahre bekomme. Es scheint ihnen inzwischen egal zu sein, dass es verschiedene Sichtweisen gibt. Es spielt keine Rolle. Also habe ich es getan. Es spielt eine Rolle. Deswegen feilschen sie in diesem Punkt doch mit dir. Sie wissen um ihre Schwäche. Das Gesetz zum Schutz von Agenten ist so eng definiert, dass sie es nicht anwenden können. Wir haben die ganze Nacht darüber geredet. Ich habe die Kinder zur Schule gebracht und mich danach eine Stunde hingelegt, weil ich die ganze Nacht wach war. Meine Frau verdient nicht genug, um uns zu versorgen. Wir könnten uns vielleicht für 2 Jahre Geld leihen, bevor wir dann pleite wären. Aber wenn ich schuldig gesprochen werde und mehr als 2 Jahre bekomme, sind wir sofort ruiniert. Auf der Stelle. Tom Drake sagt, ich soll kämpfen. Und tief in meinem Herzen möchte ich das. Aber ich habe Kinder und möchte nicht riskieren, dass sie mich für 6 bis 12 Jahre verlieren. Them losing me for 6 to 12 years. Wir möchten eine kurze Stellungnahme abgeben. John Kiriakou ist ein loyaler Amerikaner, der sein Land aufrichtig liebt. Er diente der CIA viele Jahre als Agent bei der Erfüllung schwieriger und oft gefährlicher Aufträge. Und die heutigen Ereignisse vor diesem Gericht mindern nicht im geringsten seine Leistungen für dieses Land oder seine Verdienste um die Sicherheit unserer Nation. In Regierungsgebäuden bin ich unerwünscht. Ich habe keine Sicherheitsfreigabe und daher keinen Job. Ich verbrachte viel Zeit damit, nach Arbeit zu suchen. Ich bewarb mich um einen Aushilfsjob bei Apple und Monate später riefen sie tatsächlich an. Schließlich nahmen sie mich in einem Laden im Umland von Washington als Verkäufer. Es gab viele Vergeltungsmaßnahmen. Beispielsweise ermittelten sie gegen mich wegen Geheimnisverrats. Das Justizministerium meldete mich der Prüfstelle, wo ich als Anwältin lizenziert bin. Das ist eine ernste Sache, denn ich könnte meine Zulassung verlieren. Grundlage dafür war ein geheimer Bericht, zu dem ich keinen Zugang hatte. Ein Ermittler des Außenministeriums rief die Kanzlei an, in der ich einen neuen Job gefunden hatte, und sagte ihnen, sie hätten eine Kriminelle eingestellt, dass ich Anwalts- und Klientenakten stehlen würde und sie mich entlassen sollten. Man beurlaubte mich und kürzte mein Gehalt. Dann kam plötzlich gar kein Geld mehr. Also meldete ich mich arbeitslos. Kurz danach rief mich der Ermittler an und stellte mir Fragen zu dem Newsweek-Artikel. Betont freundlich fragte er mich, ob ich dem Reporter Michael Isikoff jemals E-Mails geschickt hätte. Wenn ich es nicht zugäbe, würden sie meinen Computer durchsuchen. Ich sagte, ich rufe zurück und rief einen Anwalt an. Ich war am Boden zerstört. Ich hatte meinen Traumjob und meine Arbeit verloren. Und ich hatte große Angst, weil ich nun unter Beobachtung und Beschuss stand. Ich leide an Multipler Sklerose, einer neurologischen Krankheit, die sich durch Stress verschlimmert. Ein Teil ihrer Arbeit der letzten Jahre zielte darauf ab, mich zu vernichten. Die Belastung ist kaum zu beschreiben.
Sie lancieren Informationen in den Medien, die dich ins schlechteste Licht rücken. Sie nannten mich in der Presse Verräterin, Überläuferin und Terrorsympathisantin. Du bist kein guter, loyaler Amerikaner und sympathisierst mit Terroristen. Es war die Top-Nachricht am Abend und noch am nächsten Morgen. Kollegen mieden mich und sagten, sprich mich im Büro nicht an. Du hast dein Land betrogen. Irgendwas ist an den Vorwürfen dran. Warum durchsucht die Regierung sonst dein Haus? Es war ein Albtraum. Ich versuchte, meine Kinder davor zu schützen. In den letzten 7 Monaten wurde ich immer wieder vom FBI beschattet. Sie folgten uns in den Supermarkt und sogar sonntags in die Kirche. Ein FBI-Agent saß hinter mir und beobachtete mich. Nachbarn sagten mir, am Ende des Blocks steht ein Auto und die Typen sehen mit Ferngläsern auf euer Haus. Eine Frau beobachtete aus einem parkenden Van meine Kinder. Ich klopfte an die Scheibe und sagte, was wollen Sie? Da wurde sie wohl nervös und fuhr davon. Ich wollte korrekt sein und nach Vorschrift handeln. Und jetzt ernähre ich ein Team von Anwälten. Dein Haus ist weg und dein Konto ist leer. Von $150,000 pro Jahr blieb mir ein Viertel. Die Hilfsorganisationen rührten sich nicht. Ich muss meinen Rechtsbeistand selbst bezahlen. Der finanzielle Schaden, ungeachtet des Persönlichen, erreicht bei mir durch Anwaltskosten und den Einkommensverlust $1 Million. Man sagte mir, du stehst auf der schwarzen Liste. Meine Frau kündigte, weil das FBI ihr mit einer Sicherheitsüberprüfung drohte. Wir haben nun beide seit 7 Monaten keine Arbeit mehr. Es fühlt sich so unwirklich an. Vor einigen Wochen sprachen meine Frau und ich miteinander und sie sagte, nächste Woche können wir uns kein Essen mehr leisten. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Sehr widerwillig gingen wir zum Sozialamt und erklärten dort unsere Situation. Sie bewilligten uns Essensmarken, Gesundheitsfürsorge, Barauszahlungen, Weiterbildung, alles. Die Schwangerschaft gab mir wirklich Halt, genauso wie die Kinder. Ich wusste, da ging etwas so viel Größeres vor als dieser ganze Mist. Etwas, das ich schützen musste. Und indem ich mein Baby schützte, half ich mir in gewisser Weise auch selbst. Ich ging zur Arbeit bei der Anwaltskanzlei, in der ich damals noch beschäftigt war. Und mein Chef sagte mir, du solltest wissen, dass der Geschäftsführer in New York gerade mit Agent Powell durch unsere Büros geht. Und Agent Powell behauptet, etwas Wichtiges werde passieren. Es klang, als wollten sie dich heute Abend verhaften. Ich hatte solche Angst. Nachts wurde es am schlimmsten, wie so oft. Ich malte mir aus, wie ich vor all den Müttern der Nachbarschaft zu einem Polizeiwagen abgeführt werde. Ich hatte das wirklich vor Augen und konnte es nicht mehr abstellen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mein Nachthemd überall voller Blut und ich wusste sofort, ich war nicht mehr schwanger. Manchmal fahre ich einfach so durch die Gegend und komme an einer orthodoxen Kirche vorbei. Ich setze mich in den Gottesdienst, zünde eine Kerze an und gehe wieder. Mein Glaube beruhigt mich.
Ein Heiliger der orthodoxen Kirche aus dem 20. Jahrhundert bedeutet mir sehr viel. Sankt Nektarius. Der heilige Nektarius versuchte sich sein ganzes Leben lang gegen Gerüchte zu wehren. Sie waren von Menschen in die Welt gesetzt worden, die seinen Posten haben wollten. Die Gerüchte ruinierten ihn. Er musste seine Arbeit aufgeben. Er war entlassen und verlor alles. Aber er hat nie jemanden beschuldigt. Er vergab ihnen und lebte weiter sein Leben. Das einzige noch verbliebene Gegengewicht zur geheimen Seite der Regierung, der einzige Weg, um klarzumachen, was auf dem Spiel steht, sowohl für mich persönlich als langfristig auch für Amerika, war das Urteil der öffentlichen Meinung. Und Jaslyn Radack war der Mensch, der sie beeinflussen konnte. Ich hatte von Toms Fall in der Zeitung gelesen und war sofort alarmiert. Da war eine